Jawohl, und hier ist er wieder, euer Sluxy, zurück am Fischweiher. Und ich bin hier beim riesen, dicken, fetten Superfisch. Warum stehe ich mitten im Wasser auf diesem verlassenen Holzstück? Ganz einfach, weil ich da ganz nah am Fisch ran bin. Und sobald der andere angelt, ich ihn mir sofort holen kann. Das ist auch nämlich ganz wichtig, weil der Fisch hat sau viel Energie und ist sehr stark. Und es kann passieren, dass er euch manchmal abhaut. Na, und ich lock ihn jetzt ein bisschen an. Beim ersten Mal hat es leider nicht geklappt. Dann werfe ich die Angel doch gerade nochmal. Na, Fischi, komm, Fischi, 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 komm, Fischi, 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 put. Du Mistvieh, komm jetzt endlich her. Wir haben ja den ganzen Tag Zeit. So, Fischi, 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 komm, Fischi, 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 Fischi. Ja, da habe ich ihn und ich ziehe sofort ran. Und ranziehen, Leute, ranziehen. Mit A und B und nach hinten drücken, immer wieder gleichzeitig. Und da ist er. Und es ist ein gigantischer 11 Pfund Brocken und ich will ihn behalten. Jawohl. Tut mir leid, ich hab's zu schnell weggedrückt. Oh, voll lauter Aufregung. Oh. So, auf jeden Fall den Fisch behalten, nicht freilassen. Und dann zurück zum Herr Oberangler gehen. Und den Fisch wiegen lassen. Ja, wiege meinen Fisch. Wow, das ist ja ein echter Prachtkerl. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Da kann man mal Gift drauf nehmen. Er wiegt mindestens 11 Pfund. Okay, hier ist dein Preis. Wir bekommen eine Herzteile. Richtig, gut gemacht. Mir reicht's. Das heißt, ihr gebt jetzt die Angel ab und könnt den Fischweiher auch wieder verlassen. Und wir sind hier immer noch im Hyliasee. Und da es gleich Nacht wird, zeige ich euch noch die ein oder andere Skulltula. Mahaha. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte euch alles zeigen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne noch fragen. Ja, tut dies. So, wir schwimmen zur kleinen Insel hier, mitten im Hyliasee. Zur ganz kleinen Insel. Denn bei Nacht kommt hier eine Skulltula heraus. So, die letzten Meter. Dum, 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 dum. Jawohl, und hier ist er auch schon. So, und so. Und Skulltula, bitte. Danke. Eine goldene Skulltula gefunden. Weiter geht's. Navi nervt mal wieder oben. Ach, die dumme Fee, die geht mir echt langsam auf den Zeiger. Ist hier noch was Besonderes? Ne, Bombe. Ja, hab ich, glaube ich, genug. Ein Oktopus, der nach mir spuckt, ist mir recht egal, denn ich habe alles. Ja, ja. Und da ist auch wieder Freund Rieseneule. Hallo, wie geht's? Diesmal hält sie uns nicht auf in irgendwelchen Moralpredigten. Also wir fragen sie, aber wir gehen gleich weiter. Und hier an der Rückseite vom großen Laboratorium sehen wir eine weitere Skulptur. Und die nehmen wir doch gleich mal mit. So, und den Bumerang werfen. Jawohl, ich hab sie. Und jetzt zeige ich euch zum ersten Mal, was es mit den Käfern und der Bohnenstange auf sich hat. Den Wundererbsen. Und löse gleich ein weiteres Geheimnis, nämlich das Geheimnis dieser Löcher. Ihr könnt dort die Wundererbsen einpflanzen, aber bitte, bevor ihr dies tut, schmeißt zuerst Käfer rein. Ja, drei Stück, einen hole ich mir wieder. Ein Käfer reicht schon. Denn wenn ihr dort Käfer einwerft und die automatisch dort reinlaufen, kommt eine goldene Skulptura raus. Aus jedem Loch, wirklich, aus jedem Loch. Okay, eine Ausnahme gibt's. Das Loch direkt beim Wundererbsenverkäufer. So, hier haben wir sie auch schon. Die Skulptura. Wenn ihr dies nicht tut, sprich zuerst die Erbse einsetzt, könnt ihr nachträglich nicht mehr die Skulptura rausholen mit den Käfern. Also es ist echt scheiße gemacht. Also einmal verkackt, immer verkackt. Bitte aufpassen, okay? Gut. Soweit war es das jetzt auch schon vom Hyliasee. Ja, ich gehe gleich weiter. Richtung Hylianische Steppe. Um euch weitere Kleinigkeiten und Dinge zu zeigen hier in Zelda. Hylianische Steppe. Wir sind wieder hier in unserem Revier. So. Ich brauche Bomben.
nämlich auch hier über den großen Zaun. Jawohl. Und hier irgendwo gab es ein Loch mit, das man nur natürlich nur mit Bomben aufsprengt. Aha, hier ist es. Und in diesem Loch gibt es etwas zu entdecken, nämlich einen Deku-Händler. So, den holen wir erstmal raus. Ich bin bezwungen, verschone mich. Und ich werde dir ein Herzteil zum Kauf anbieten. Ein Stück kostet 10 Rubine. Also ein super Geschäft. Das macht er leider nur einmal. Wirklich, leider nur einmal. Aber das Geschäft, bitte, immer machen. Denn Herzteil für 10 Rubine, da, ha, kann man nichts falsch machen. So, wir gehen weiter. Entlang der Hylianischen Steppe. Richtung Westen. Und wer in den letzten Videos gut aufgepasst hat, der weiß, dass im Westen es die große Wüste gibt. Und dort auch die Garudos leben. Die ganz, ganz bösen Garudos, aus denen auch... aus deren Mitte auch Ganondorf kommt, unser Erzfeind, jawohl. Wer kennt ihn nicht, den guten alten Ganondorf? Ach, Navi, du nervst und irgendwas verfolgt mich hier. Hilfe. Prallt an meinem Schild ab. Gut. Ja, in dieser Wüste nähere ich mich jetzt und ich will dort auch hinein. Gleich haben wir es geschafft. Jawohl. Willkommen im Gerudo-Tal. Und die Sonne geht auch wieder unter. Das trifft sich ziemlich gut. Denn ich möchte euch nicht nur Herzteile hier zeigen, sondern auch Skulltulas. Dazu brauche ich wieder meine Feenschleuder und meinen Bogen. Hoppala, was mache ich denn für einen Scheiß? Fall hier runter, eieiei. Denn hier am Wasserfall, sobald es dunkel wird, kommt eine Skulptur raus. Hoppala. Zack. Und zack. Und Bumerang. Und hermit. Vielen Dank. Eine weitere Skulptur. Jetzt gibt es hier allerdings noch mehr zu holen. Und dieses Huhn ist ganz wichtig. So. Braves Huhn. Da drüben kommen wir eh noch nicht weiter im Gerudo-Tal, denn die Frauen lassen einen kleinen, schwächlichen Jüngling wie uns nicht vorbei. So, das Huhn brauche ich, um hier todesmutig über die Riesenklippe zu springen. Rüber zu dieser Holzkiste. Denn in dieser Holzkiste ist was ganz Besonderes drin. Ein Herzteil. Und bevor mir das Huhn abhaut, hebe ich es nochmal auf. Herzteil. Ein weiterer Herzcontainer. Leute, jawohl. Es ist wichtig, das Huhn hier wieder mitzunehmen. Denn wow, mit diesem Huhn muss ich hier noch nach unten gleiten. Zu diesem kleinen Vorsprung. Und ich lasse es einfach mal los, weil es dauert zu lange. Die labert hier irgendeinen Stuss zusammen. An der Kuh können wir uns wieder Milch holen mit Eponas Lied. Aber zuerst lasse ich hier weitere Käfer frei, denn wir wissen jetzt ja, wozu diese Löcher gut sind, nämlich für Skulltulas. Ja, da buddeln sich auch direkt mal zwei Käfer ein. Skulltula, komm bitte raus. Jawohl. Und wir haben eine weitere Skulptula. Und damit ich auch später weiß, welche Löcher ich schon habe und welche noch nicht, setze ich hier eine Wundererbse. Ja, jetzt habe ich die leider angesprochen, Entschuldigung. Warum bist du hier? Wieso? Was willst du noch etwa? Dieselbe Fragen? Naja, bla 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 bla. Okay. Ich bin hier aber nicht nur runter wegen der Skulptula, sondern es gibt hier ein weiteres Herzteil. Ziemlich gut versteckt, wie ich finde. Und es ist wieder Tag geworden. Der Sound geht los. Hinter diesem Wasserfall gibt es
eine Leiter. Und oben an der Leiter ein Herzteil. Und wir können nur gefahrlos, ohne dass uns die Strömung erfasst, hinter dem Wasserfall ins Wasser springen. Ja. Ich hole jetzt hier noch das Herzteil, mache dann einen Schnitt, weil meine Zeit gleich wieder abgelaufen ist. Und das nächste Mal sehen wir uns wieder in der Nähe von Zeldas Schloss, also auf dem Marktplatz. Ja, dort mache ich dann weiter. Also, bis später, Leute. Euer Sluxy.